Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Weil ich habe letztens irgendwo gehört, das geht nicht. Das kann man gar nicht träumen. Weil man wacht immer auf, bevor man stirbt. Und weißt du warum? Weil man sonst wirklich sterben würde. Hyposomnie ist eine Schlafstörung. Durch besonders vitale Träume in der Nacht hat man tagsüber Müdigkeitsschübe. Ist alles in Ordnung mit ihm? Was ist mit Papa? Es wird nicht besser. Das geht schon. Seit Monaten lebst du an deiner Welt und lässt nichts an dich ran. Ich schaff das nicht mehr. In diesen Träumen, das ist immer wieder dieser junge Mann. Ich träume, dass du ihn kennst. Hey. Was hast du getan? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Bist du wach? Keiner hat sich je Gedanken darüber gemacht, was Traum wirklich bedeutet, was im Schlaf wirklich passiert. Ich weiß nicht, was ich mich da reingestürzt habe. Er ist verrückt. Wenn du jetzt mal verstanden hast, wahrzunehmen, dass du träumst, kannst du Einfluss nehmen, Dinge verändern. Aber das ist gefährlich. Traum und Wachphasen könnten sich überschneiden, ohne dass du es merkst. Und du bist dir wirklich ganz sicher? Ja. Wo ist der Scheißmann? Wir kommen aus der Dunkelheit. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Ich finde, der Trailer zeigt einiges, ohne aber zumindest aus meiner Sicht zu viel zu verraten, wo der Film insgesamt hin möchte. Und damit war es das erste Bewegtmaterial zu Cortex, den uns Warner Brothers voraussichtlich ab dem 22. Oktober 2022 in die deutschen Kinos bringt. Ein deutscher Thriller mit Moritz Bleibtreu, Jannis Niewöhner, Nadja Uhl in den Hauptrollen. Und Herr Bleibtreu inszeniert diesen Film auch selbst. Erzählt die Geschichte von Hagen, der immer wieder verstörende Träume hat und bei dem nach und nach auch der Grenzverlauf zwischen Realität und Träumen anfängt zu verschwimmen und endlich mehr zuordnen kann, was ist das eine, was ist das andere. Die angeschlagene Beziehung zu seiner Frau leidet darunter, die wiederum beginnt mit einem Kleinkriminellen einen Seitensprung und das wird das Leben aller drei letztendlich in einen Abgrund oder in eine Spirale hineinziehen, wo man zumindest im Trailer nur erahnen kann, wo das Ganze hin will. Es dürfte eben ein bisschen schaurig werden, vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen aggressiv, aber da schwingt die ganze Zeit was einfach in diesem Aufbau dieses Trailers, der wirklich auch in so eine gewisse Richtung sich entwickelt und ich denke, die ganze Zeit, okay, das wirkt freaky, macht mir aber Lust, diese Sache anzugucken. Funktioniert für mich einfach. Habe ich grundsätzlich Bock drauf. Cortex könnte ein Film sein, der überraschen kann. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Kriegt ihr euch ja, sagt ihr, oh nein, typische deutsche Einheitssache, wobei ich finde, dass man da raussticht, allein schon auch wegen der Farbgebung. Aber lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.